Zuletzt bei Twilight Princess. Wir betraten erneut die Schattenwelt und gelangten letztendlich nach Stadt Hyrule. Dort fanden wir auch Ilya, allerdings kümmerte sie sich um einen schwer verletzten Sora-Jungen. Um ihm bei der Genesung zu helfen, machten wir uns auf die Suche nach dem Volk der Soras. Auf der Hylia-Brücke wurden wir allerdings überfallen und waren gezwungen, uns in die Tiefen zu stürzen. Glücklicherweise landeten wir in einer Pfütze, doch mussten feststellen, dass diese erbärmliche Pfütze nur noch der Rest des Sees war. Was ist passiert? Hallo Freunde, was geht? Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind im Gebiet der Soras am Hyliasee. Allerdings ist im Hyliasee kein Wasser drin. Da ist einfach Schicht im Schacht. Und das ist weniger gut. Deswegen machen wir uns auf den Weg zu ihnen, um nachzuschauen, was da los ist. Und vielleicht bei Gelegenheit sogar den Lichtgeist zu finden, ne? Der für das ganze Gebiet hier verantwortlich ist. In der Hoffnung, dass er uns sagen kann, was zur Hölle hier passiert ist. So, hier sind jetzt Felsen. Die könnte ich theoretisch wegsprengen, wenn ich in meiner menschlichen Form wäre. Bin ich aber nicht. Und das hier erklärt auch ein bisschen, warum es hier so kalt ist. Denn es wurde immer wieder betont, oh, hier ist total kalt. Kann es sein, dass die Quelle des Hyliasees eingefroren ist? Darf man das so interpretieren? Ich denke nicht, dass das normal ist. Ich glaube, hier sollte eigentlich ein schöner, fließender, großer Fluss sein. Aber ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Wir sind in der Sora-Höhle. Was sind das für Sounds? Oh Mann! Was ist denn hier passiert? Ich habe gerade gedacht, es ist kalt hier. Und doch, tatsächlich ist es alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Soras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Soras. Alles klar, hatte ich vor. Aber ich glaube, mit rechten Dingen geht das hier nicht zu. Vor allem, weil hier einfach alles von Schatten befallen ist. Da hat bestimmt Santo seine Finger im Spiel. Oder wer auch immer hier für diese... Ja, für diese... Eiszeit zuständig ist. So, was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich hau die erstmal weg und hier kann ich mit nachrufen. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Alles klar. Let's go. Die Eiszapfen nach oben. Die übergroßen. Oder ist das ein eingefrorener Wasserfall? Darf ich das so interpretieren? Wow! Okay, also... Naja, gerade chillig ist es hier nicht. Aber das kriegen wir schnell hin. Ich brauche dich wieder mit, na? Zack. Und immer weiter nach oben. Oh. Lol. Aua. Ich hoffe, Link hat sich nichts getan. Da sind wir irgendwie abgerutscht oder so. Oder dieser Eiszapfen, der da runtergefallen ist, hat uns doch noch erwischt. Ich dachte eigentlich, wir wären unter den durchgehüpft, aber ich glaube, ich war da ein bisschen zu eilig. Wir sind aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, durch das Lösen des Dungeons und durch das Befreien des dritten Lichtgeistes können wir hier wieder dafür sorgen, dass hier Normalität einkehrt. So, ich chill jetzt erstmal ein bisschen. So, jetzt sieht sie auch besser aus. Immer schön vorsichtig bleiben. Wow! Und noch weiter nach oben. Boah, das ist mal übel dangerous. Aber wir haben es geschafft. Schöne Sache. Gut. Die snacke ich mir mal aus der Luft. Hier sieht es mir schon mehr nach den Soras aus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gucke ich mich aber erstmal hier hinten um. Das sieht irgendwie verdächtig aus, aber da komme ich aktuell nicht hoch. Und hier ist noch was. Aber das kann ich erst als Mensch aufsprengen. Okay, ich muss erstmal das Schattengebiet von hier vertreiben, bevor ich mich hier weiter umgucken kann. Ich hoffe, das kriege ich bald hin. Ich hoffe, der Lichtgeist wird mir da meine normale Form geben können. Oh, 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 oh. LOL! Gebt euch das mal! Da unten sind die ganzen Sora eingefroren, unter Wasser! Sheesh! Das ist nicht gut. Okay, Moment mal. Jetzt zerlege ich hier erstmal einen von denen. So, der ist down. Jetzt müssen wir in den zweiten rankommen. Scheiße, kann ich den rüberlocken? Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Nein, der bleibt im selben Gebiet. Okay, Moment. Ich muss den kurz killen. Dann werden sie wiederbelebt, denke ich.
Und dann erledige ich den als erstes. Richtig, richtig, genau so. Dann erledige ich ihn als erstes und dann passt das Ganze. Ich habe leider zu spät gecheckt, dass da eine Wand zwischendrin ist. Spring jetzt an die Kehle. Speiß ihm auf. Der hat kein Recht zu leben. Gute Sache. So, und jetzt steppen wir einfach hier rein. Nein, stopp. Moment mal, wie ging mein Hyper-Special-Angriff so? Gute Sache. Und damit hätten wir auch die erledigt. Und somit das Gebiet der Soras wieder einigermaßen zugänglich gemacht. Ein Portal ist auf jeden Fall da. Jetzt gibt es hier auch noch ein Portal. Dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's einfach. Ich bring dich hin. Okay. Wenn du das sagst, dann was ist das für ein Thron? Hey, schau mal. Da unten. Sieh dir das mal an. Ich hab schon gesehen. Das ist übel krank. Das ist echt gruselig, wenn ich ehrlich bin. Hey, das sind doch die Soras, oder? Aber sieh das mal an, was ist mit dem passiert? Und, was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht selbst über sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Okay. Wenn du das sagst, dann würde ich mal behaupten, ne? Porten wir uns mal weg. Und spontan würde ich jetzt einfach sagen. Moment mal. Noch weiter rauszoomen, bitte. Porten wir uns zum Vulkan. Der ist hier, oder? Todesberg, ja. Möglicherweise finden wir hier irgendwie heißes Wasser. Oder irgendwas anderes, was wir aufs Wasser schütten können, um das Ganze hier wieder ein bisschen aufzutauen. Ich glaube zwar nicht, dass in der Flasche heißes Wasser das ganze Problem hier lösen wird, aber möglicherweise finden wir hier was uns helfen wird. Wir müssen auf jeden Fall in der Wolfform bleiben, das ist klar. Der da! Dieser Stein ist ja immer noch hier. Und anscheinend ist er noch ziemlich heiß. So schnell geht das. So schnell, Freunde, findet man die Lösung zu seinem Problem. Schöne Sache. Auf geht's, Midna. Und der ist auch groß genug, dass er das Eis schmilzt. An den habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnert. Das war jetzt wirklich mehr Zufall. Aber er ist weg. Und wir direkt hinterher. Schöne Sache. Und jetzt schmelzen wir das Eis. Und wer weiß, ob dann sogar der ganze Fluss wieder auftaut, wenn warmes Wasser vom Berg kommt. Kracht er jetzt runter? Ja. Holy shit. Wie ich es mir dachte, wenn warmes Wasser vom Berg kommt, dann wird hier wieder alles aufgetaut. Und damit sollte sich auch wieder der Hyliasee füllen. Oder? Aber die Frage ist, warum war das Ganze vereist? Aber schick sieht's jetzt aus. Bin gespannt, was jetzt passiert. Unglaublich! Wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann, findest du nicht? Also dann, denn Soras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser im Hyliasee sein. Also können wir auch zum Lichtgeist, oder? Stimmt. Du hast vollkommen recht. Warte bitte. Und sieht jemand. Oh, die Musik. Oh, die Musik. Die Musik, Freunde. Da kriege ich Gänsehaut. Die kriege ich wirklich Gänsehaut. Die ist so geil. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Sora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Oh, schau mal mitten ins Gesicht an. Die ist total fasziniert. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen. Und ich wurde als Warnung für unser Volk von
von ihnen hingerichtet. Das sind... Ich muss jetzt hier meine ganz kurze Sache ansprechen. Ich feiere das. Aber nicht, weil ich es krass finde, dass sie hingerichtet wurde. Das ist super traurig. Sondern, dass sich das Spiel traut, Elemente wie Tod, Trauer, Grausamkeit so offen anzusprechen. In vielen anderen Nintendo-Spielen, die kinderfreundlich gestaltet werden, da wird dann immer gesagt, da wird dann die Königin vielleicht gefangen genommen oder so. Aber normal, viele Nintendo-Games trauen sich nicht, solche Themen zu behandeln. Und in Twilight Princess sagen sie einfach, jo, wir haben sie hingerichtet. Und das ist total schockierend, aber das sind Sachen, die eine Spielwelt total realistisch wirken lassen. Weil das leider teilweise die Realität ist. So, und das, ich finde es krass, dass das Spiel sich traut, dieses Thema wirklich so offen zu behandeln und zu sagen, ja, ich wurde hingerichtet. Ist schockierend, aber mega gut fürs Spiel. Du, der die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rales, nach Schloss Hyrule zu gehen, um Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Rales helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Soras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Das ist der wir gesehen haben in der Gaststätte. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Sora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? Der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen noch nicht unter die Augen treten. Vielleicht hattest du ja vor noch, dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Das hatte ich vor. Krass. Krass, krass, krass. Krasser Abschnitt, wirklich. Hat mich sehr geflasht. So, und hier ist es wieder alles so, wie es sein soll. Wir können es jetzt hier, glaube ich, auch ein bisschen besser umschauen überall. Auch wenn natürlich das meiste vermutlich noch unter Wasser stattfinden wird, wo wir einfach aktuell noch nicht hinkommen. Das Wasser hat schon angefangen zu fließen. Jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das zieht jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt sich nicht einfach mit der Strömung treiben? Sollte ich das? Ich möchte eigentlich erst nochmal hier hoch und schauen, ob wir jetzt da hinten irgendwas freigelegt haben. Und es regnet sogar. Also die haben das Wasser komplett zurückgebracht. Hier, ob in den Kisten vielleicht irgendwas ist. Ein Rubin. Richtig viel. Und vielleicht können wir auch was buddeln. Nein, sieht nicht so aus. Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Vielleicht lasse ich mich einfach mit der Strömung treiben. Und dann kommen wir hoffentlich dahin, wo ich hin muss. Oh ja. Oh, das ist ja super schnell. Huh. Okay. Das geht fast. Das ist, denke ich, der schnellste Weg. Und wir sind auch schon da. Hylia-See. Und jetzt komme ich zum Lichtgeist. Ich glaube, wir stehen schon direkt vor den Toren, oder? Na, auch schon wach. Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Sturm bis zum Hylia-See bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Na dann. Stopp. Ich möchte eigentlich erst lesen, was da steht. Bestimmt nur Höhle des Lichtgeistes. Quelle des Lichtgeistes von Ronell. Okay. Hätte sein können, dass da was Spannenderes steht. So, was geht ab? Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangene Lichtgeist. Von den Göttinnen auserwählter Held, du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, fülle es in diesen... Okay, wieder ein Tiegel des Lichts. Aber wir müssen vermutlich wieder diese Lichtkäfer finden und dann auch sein Leben wieder zurückzubringen. Die Schattenkäfer haben ein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. Werde ich tun. Werde ich safe tun. Ich glaube nicht, dass das so schwierig wird. Die waren ja bisher noch nie so wirklich, naja, herausfordernd. Es war einfach ein bisschen Sammelarbeit. Aber gut, schauen wir mal. Dazwischen schon der erste lang. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ist bestimmt auch nicht schlecht, um die Gegend hier mal ein bisschen kennenzulernen. So, wo ist er denn? Unser Freund. Da!
Zack. Sehr gut. Da haben wir schon mal den ersten, ne? Gut, der nächste wird mir da oben angezeigt. Aber da komme ich aktuell noch nicht hin. Da muss ich rüber. Schöne Gegend hier. Gefällt mir doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, ist voll geil hier. Aber irgendwie nicht so. Okay, ein neues Portal schon wieder. Ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Vor allem später, wenn wir dann die 100% jagen und mit Sicherheit nochmal jedes Gebiet von Hyrule erkunden müssen, kann es nicht schaden, sozusagen möglichst viele Portale zu haben. Ah, das ist, ich liebe das, wenn Link ihm einfach so voll an die Kehle springt, ihn einfach voll reinbeißt. So, die beiden müssen wir jetzt auf einen Schlag besiegen. Oh nein, ich habe schon wieder versagt, oder? Ja, komm, töten wir den kurz. Dann lassen wir sie wiederbeleben. Und dann schauen wir mal, wie wir hier am besten vorgehen. Kann ich die nicht beide irgendwie herlocken? Hey, mein Freund. Komm mal her. Nee, die bleiben immer schön in ihren Gebieten. Ach, die gehen mir auf den Sack, ganz ehrlich. Ah, da muss ich den jetzt kurz töten. Ich muss da überlegt herangehen. Ich töte mal einen voller Euphorie. Und dann ist immer, oh, geht doch nicht. So, wie locke ich jetzt zwei auf einen Haufen? Okay, das ist einer, der komplett eskaliert. Gut, die beiden können wir auf einmal töten. Dann zerlegen wir jetzt den hier. Und dann deine anderen beiden Kollegen. Du bist einfach das erste Opfer. So. Weil manche bewegen sich immer und manche nicht. Man muss halt immer rausfinden, ne? Welche sich bewegen. Zack. Und welche an ihrem Spot bleiben. Und da muss man schauen, okay, welche kann ich auf einmal töten? Und welche muss ich davor killen? Aber die sind wirklich nicht schwer, diese Aufgaben, ne? Einfach eher fast schon so kleine Rätselaufgaben sind das. Als wirkliche Kampf-Challenges. Der nächste Käfer ist da oben, oder? Ja, tatsächlich. Zack. Schnell erwischt. Gute Sache. Leider kann ich ja mit Wolfling nicht hoch. Nein. Gut. Dann müssen wir... Oh, scheiße. Ich wollte nicht ins Wasser. Naja, was soll's. Dann müssen wir jetzt darüber. Oh, lol. Ich glaube, ich sollte nicht durchs Wasser. Oder? Ich weiß nicht. Wenn ich unten auf die Karte schaue... Dann ist da ganz drüben was, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Na, hier kann ich immer an Land. Und da müssen wir schauen, wie ich darüber komme. Kann ich hier an Land? Ja, oder? Ja, sehr gut. Haben sie jetzt einen kleinen Spot hingemacht. Ich laufe einfach mal darüber. Das wird schon klappen. Da ist jemand. Ein Sora. Na, was denkt der? Was ist das denn? Wovon redest du, mein Freund? Wenn ich sogar hier in der Mitte bin, kann ich sogar laufen. Das ist eine gute Sache. Und da ist der nächste Käfer. Komm her! Oh, direkt aus der Luft geholt. Gute Sache. Wow! Und guckt euch mal an, wie viel man hier buddeln kann. Shit. Sind hier vielleicht auch ein paar blaue Rubine? Ein grüner. Aha, ich will blaue. Ich will mehr Geld. Nee, wow. Für zwei Rubine habe ich das Ganze jetzt gemacht. Naja, was soll's. Midna wollte uns gerade was sagen. Moment mal. Können wir da vielleicht noch näher ranzoomen? Ah, Moment mal. Wir müssen die Strömung entlang. Sehe ich gerade. Wir müssen da hoch. Aber wie komme ich da hin? Jetzt hat Willi was. Dieses Gras da. Ist das nicht das, mit dem du den Vogel rufen kannst? Stimmt. Das wird eine Luft-Challenge. Oh, wir müssen jetzt. Heulen. Und mit diesem Wolfsgeheule können wir uns wieder den Vogel holen. Das ist eine coole Sache. Na, kommt er? Ja, er steht drauf. Er steht auf diese Melodie. Auf geht's mit einer Walte deines Amtes. Boah, die Flügelschläge klingen so majestätisch, ne? Auf geht's! Mein Freund. Wir haben ein paar Käfer zu finden. Aber ich wollte gerade sagen, anders kommen wir ja die Strömung nicht entgegen. Wir wurden gerade übertrieben von der weggeströmt. Da können wir nicht mal eben hier die wieder hochschwimmen. So schnell, wie die uns zur Höhle des Lichtgeistes gebracht hat. So. Muss ich mal schauen. Laut Karte sind hier irgendwo Lichtkäfer, ja. Da zum Beispiel.
Frage ist nur, wie kann ich den einsammeln? Oh, lol. Wie komme ich an den ran? Kann ich den irgendwie angreifen? Ja, einfach anvisieren. Einfach anvisieren. Die fliegen mit mir mit. Okay, aber dann werde ich jetzt hier direkt mal mein Wolfsgespür anlassen. Dass ich die hier besser und schneller finde. Oh, wir werden natürlich wieder beschossen. So, da sind die nächsten. Nein, nicht erwischt. Aber den auch nicht. Komm jetzt her. Oh nein, jetzt hat er wieder seinen Strommodus. Jetzt. Jetzt hat. Okay, den haben wir. Und den anderen müssen wir erstmal uns überholen lassen, oder? Oder wo ist der? Über uns. Komm her, mein Sohn. Komm her. Oh, sehr cool, dass sie diese Flug-Challenge direkt nochmal verwendet haben. Überhol uns, bitte. Na, dass es nicht nur so eine einmalige Aktion war, sondern dass jetzt auch für die Käfer diese Challenge nochmal ausgepackt haben. Schöne Sache. Oh, lol. Huh. Und wir haben es weitestgehend geschafft. Laut Karte kommen jetzt hier auf jeden Fall keine Käfer mehr. Deswegen kann ich, glaube ich, das Wolfsgespür wieder ausmachen. Und jetzt wieder hier oben durch. Sehr schön, dass sie mir nochmal geholfen hat. Ich hoffe tatsächlich, dass ihr noch mehr von den Challenges bekommt, von diesen Flug-Challenges. Was ein Wort. Die machen Spaß, die sind echt cool. Huh. Wir werden am Haus rausgelassen. Da ist so ein Stein. Da habe ich übrigens noch einen verpasst von den Steinen, wurde mir gesagt. Ah, nee, habe ich nicht. Moment mal. Aber den könnte ich noch nachholen. Beim Weg zum Todesberg war das. Aber jetzt gehe ich erstmal dahin. Dann lernen wir doch eine neue Technik, ne? War das nicht so? Zum Todesberg gehe ich dann auch noch damit. Aber ich glaube, das war so. Unten, Mitte, unten, oben, Mitte, unten. Unten, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Okay, kapiert. Kriege ich hin. Alles war übel schlecht. Nochmal, Moment mal. Unten, Mitte, oben. Nein, fuck. Unten, Mitte, unten war es. Moment. Ich habe leichte Probleme. Nein! Oh, scheiße. Nochmal, nochmal. Unten, Mitte, unten. Oh, nein, oben jetzt. Oh, scheiße. Ah! Unten, Mitte, unten. Mitte, unten. Nein! Den mittleren wollte ich nicht mehr. Das war doch richtig. Hä? Was mache ich falsch? Unten, Mitte? Ah, das ist nur zur Hälfte. Ach du Scheiße. Scheiße. Ich komme da nicht. Okay, Moment mal. Jetzt war es richtig, oder? Ja, ich habe nicht gecheckt, dass es in der Mitte sein muss. Das kannte ich bisher noch nicht. Oh, und wir sehen wieder das Schloss. Und den goldenen Wolf, der den Held aus vergangenen Zeiten darstellen soll. Heulen wir zu ihm. Jetzt habe ich es hinbekommen. Oh, er sieht epic aus. Sieht ein bisschen aus wie Herr der Ringe im Hintergrund, so die Berge und der Nebel. Geiler Scheiß. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay. If you say that. Gute Sache. Und zwar... da. Okay. Wo genau ist das? Ich bin da oben, okay. Westlich von... ja, okay, passt. Ne?
haben wir das immerhin schon mal freigeschaltet. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge, Freunde. Oh boy. Ich würde am liebsten jetzt noch alle Käfer suchen, aber dann würde diese Folge ja massiv Überlänge bekommen. Und ich möchte sie ja doch dann immer noch in einem gewissen Rahmen halten. Ich suche jetzt noch diesen einen blöden Käfer, der, glaube ich, hier verbuddelt ist, oder? Können die überhaupt verbuddelt sein? Aber der wird mir hier angezeigt. Genau hier. Wo ist dieser Käfer? Wo ist der Käfer jetzt mal, no joke? Direkt unter ihr. Ah, lol. Ich muss sie dafür ansprechen. Was ist das denn? Ein Insekt? Oh, das ist ja riesig. Oh, auf dem Land findet man wirklich die schrecklichsten Dinge. Keine Sorge, ich rette dich. Und die restlichen 5 Käfer suchen wir beim nächsten Mal. Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.